Hä, what the fuck? Alter! Ja, und schon ist er wieder weg. Ja, übernehmen wir jetzt, das wird ein Video wohl, ein Vlog. Jo Leute, was geht? Neues Video. Vor einem guten Monat hat mich die Anna eingeladen, mit ihr biken zu gehen im Wald bei ihr. Dass wir uns allerdings am Trail Center von den Heumödern Trails treffen würden, damit habe ich nicht gerechnet. Dort waren wir dann gemeinsam mit dem Jan, dem Seppi, dem Johannes und Max unterwegs. Und der erste Trail des Tages war zum Reinkommen der Sigi Trail. Ein recht leichter, aber doch naturbelassener Trail. Blau gekennzeichnet, mit roten Abzweigen drin. Mit meinen nicht funktionierenden Bremsen und den recht engen Kurven habe ich mir allerdings ein bisschen schwer getan. Schauen wir es uns mal an. So, Sigi Trail. Oh, wo auch immer wir gerade sind. Meine Bremse geht noch nicht. Oh, Jesus. Boah, das ist sketchy. Alter, es ist rutschig. Ich wollte natürlich dann auch noch ein bisschen mehr erkunden, was die Heumödern Trails noch so zu bieten haben. Ich habe was Steiles gesucht, noch ein bisschen wilder und eng, wo ich ein bisschen mehr gefordert bin, wo die Bremse dann noch auf Temperatur kommen kann. Deswegen war der Z-Trail als zweiter Trail genau die richtige Wahl. Schau mal rein. Der Z-Trail schaut schon mal steiler aus. Fährst du vor? Nee, das ist wirklich eine Rutschpartie. Also. You don't want my heart, you don't want my love. Das ist sehr bodenlos, schlammig hier. Boah. Eigentlich gar nicht so das, was ich... Jo. Okay. Was ich gewohnt bin. Ich habe keine Bremse, ne? Das ist echt... Langsam wird sie warm. Jetzt geht wieder was. Hä? What the fuck? Ist ja voll. Servus. Absolut. Nur auf der Bremse stehen. Sprung. War das nicht das, wo ich auf meinem Jauch mal gefahren ist hier? Ich glaub schon. Boah. Um das Gebiet noch ein bisschen weiter zu erkunden, haben uns die Anna und ich dann überlegt, wir wollen mal auf die andere Seite des Berges gucken und uns den Möhren Trail anschauen. Der hat relativ viele verschiedene Lines und es ist echt schwierig, sich da eine auszusuchen. Ziemlich steil und verblockt ist er teils auch. Das ist leider kein offizieller zum Trailpark gehörender Trail, aber dennoch
auf jeden Fall eine Fahrt wert. Schauen wir uns auch den nochmal an. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Halt einfach geradeaus. Das war close. Diese Ruts da unten sind sehr verlockend. Rein. For once. Low again. Alter, das ist ja voll wild. Der gefällt mir irgendwie. Nicht so nass wie die anderen. Jawohl. Leck mich am Arsch. Down the lowest of the lowlands. Alter! Damit habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet. Einfach mal gefahren, wo ich gedacht habe, kommt noch mal so eine Wand daher. Jawohl, Anna! Ich bin daher nie runtergefahren, tatsächlich. Ich bin einfach gerollt, es hat voll gepasst. Aber musst du nicht. Ja, wahrscheinlich halt einfach ganz normal runter, oder? Ja. Stark. Cool, geil. Das war jetzt schon techy. Oida. Übel der nice Weg. Aber meine Bremse macht nicht so mit. Lang. Spannend. Boah, Sniper Roots. Jawohl. Jetzt war auf jeden Fall eine kleine Pause gefällig am Nachmittag. Da bot sich der Eulenhof-Trail perfekt an, um über den Berg wieder zurück zum Parkplatz zu kommen. Zu dieser Jahreszeit allerdings richtig schlammig und echt rutschig. Also das war eine richtige Herausforderung. Einfach wegen der Konditionen und dem vielen Laub auch, das noch vom Herbst sich ausgebreitet hatte. Und ein Feature war dabei, das mussten wir uns mal genauer anschauen. Aber das seht ihr jetzt. Gefährlich. Also auf dem Matsch ist echt icy. Der zieht sich jetzt ganz schön flach. Also Grip ist hier Fehlanzeige. Aber sehr idyllisch hier. Nicht schlecht. So ein bisschen wie eine Cross-Country-Runde. The red is the right, maybe the left. One. Oh yeah. Oida! Saurutschig, aber geile Jumps. Kann man schon mal abziehen. Now it's getting a little bit rougher. Oh damn. Als ob. Der war eher blind. Servus. Servus.
Ich habe jetzt gemeint, du zeigst uns jetzt, wie man das vernünftig macht. Ich fahre den gerade zum allerersten Mal tatsächlich. Ja, in der Mitte durchgeht. Ja gut, wenn ich halt den Klick nicht finde. Yes, schaut hoch aus, aber geht echt. Ah, we're back. Jawohl. Yes. Ah, tricky, aber geil. Oh yeah. Geil! Muddy AF! Ah! Red for the win! Richtig schön. Also das letzte Stück war jetzt schon geil. Oben hat sich mies gezogen, aber... Ja, doch, doch. War schon nice. Ja, schön. Weil mir der Mörn am besten gefallen hat, haben der Johannes und ich uns nochmal dazu entschieden, den Trail ein zweites Mal aufzusuchen. Wir hatten nochmal Bock auf Action. Die anderen haben die übrigen Strecken nochmal unsicher gemacht. Mörn, die zweite. Here we go. Weiß nicht, also ich bin safe langsamer als du. Ja, ich kann ja einfach versuchen, dran zu bleiben ein bisschen. Können wir machen. Also, wie heißt der Track? Mörn. Also, Mörn mit dem Johannes. Ja. Das war noch viel schneller als letztes Mal, aber ja. Ja, sick. Ich finde, die schwierigste Line ist die... Nach dem Sprung, oder? Ja, wo man da so links hoch muss einfach. Ja. Mit diesen Wurzeln. Ich krieg die nie. Ey. Also ich bin auch erst dreimal gefahren, aber so, ich hab's probiert, keine Chance. Das ist sauschwer, ja. Aber safe, übel rewarding, wenn man die wirklich bekommt. Also man muss davor ein bisschen Speed rausholen. Ja. Und das macht dich im Prinzip auch schneller. Man muss sich aber auch übel trauen, oder? Halt das einfach checken, dass man dadurch nicht langsamer wird. Ja, das ist. Weil das ist ja immer so ein Mindgame, ja, wie schnell kann ich jetzt da reinfahren, ohne dass ich danach nachher compromise. Was ist der Plan? Wann möchtest du wo sein? Fahren? Ich würde jetzt diesen Eulenhoch-Trail fahren, den seid ihr vorhin aufgefahren. Also der ziemlich schlammige mit dem Steindrop drin. Ja. Okay. Ja, ist geil, dann sind wir wieder unten. Da hat mir der Johannes mal richtig gezeigt, was es ausmacht, jedes Wochenende am Bike zu sein und fleißig Enduro-Rennen zu fahren. Der Mann ist echt fit und hat mir meine Grenzen wieder aufgezeigt. Deswegen bin ich echt dankbar darum, dass er mich mitgenommen hat und dass ich die Erfahrung machen durfte. Zurück zum Parkplatz ging es dann wieder über den Eulenhof. Diesmal ein bisschen flüssiger und geschmeidiger, weil mich der Johannes auch motiviert hat, ein bisschen schneller zu fahren. Dieses Mal aber mit anderem Einstieg und zwar über den Feldweg ohne diese langgezogene, flache Pfadpassage bevor dem richtigen Trail-Einstieg. So. Ich fand das wieder.
Alter, das ist schon heftig, wie gut man sein kann. Yes. Sick. Danke fürs Mitnehmen. Danke. Zum Abschluss kann ich sagen, die Heumödern Trails sind echt einen Besuch wert. Nimmt auf jeden Fall das Venduro mit oder das Hardtail, noch besser. Habt richtig Spaß bei jeden Konditionen. Der ist da auf jeden Fall garantiert. Ich finde Biken im Matsch immer eine super Experience, weil es halt die ganze Sache nochmal deutlich spannender macht. Jeder kleine Trail und jedes Feature nochmal zu einer extra Herausforderung wird. Dennoch hätte ich mir auch gewünscht, das Ganze mal im Trockenen zu erleben. Also definitiv nochmal ein Grund, wieder dahin zu schauen. Außerdem finde ich es mega cool, so Trails einfach umsonst befahren zu dürfen und aus eigener Kraft nach oben zu kommen. Da bin ich eh ein Fan davon. Die Umgebung dort bietet sich aber auch nochmal an, wirklich intensiver dort zu bleiben, ein paar Tage und eine richtig große Erkundungstour zu starten und nicht nur für einen Nachmittag, so wie wir es jetzt gemacht haben. In dem Sinne danke ich allen, die dabei waren. Der Klassiker. Jansen? Servus. Ich brauche noch eine Minute. Ja. Yo, ich habe die SD-Karte dabei. Super. Also, mich auch. Bis dann. Ciao. Ach, schon wieder den Klingelton vergessen auszumachen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei allen, die dabei waren. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Channel und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao.